Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Wurago. Und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei der Junkbox-Aufgabe von Beyond Good and Evil. Sie haben ja schon den ersten Terminal in der letzten Folge gefunden, in dem zerstörten Leuchtturm, wo wir den Code eingegeben haben. Denn wir sind ja auf der Suche nach dem Beluga, wie wir uns an diese M-Disk erinnern können. So, auch haben wir schon das zweite Terminal gefunden, und zwar das hier. Benutzen wir das Ganze mal. Wir haben bloß keine Ahnung, wie man den Code eingibt. Bestätigen? Nein, der falsche Code. So, hier können wir den Code eingeben. Aber was ist der Code? Was können wir hier tun? Das Problem ist, wir haben den Code nicht. Wir können ja die Codes probieren, die wir haben. Bestätigen? Nein, auch nicht. Schade. Mamago. Sicherlich steht der irgendwo da auf der Liste. Die Frage ist nur, wie kommen wir an den ran? Page-Werkstatt. Okay. Ah, hier sind noch Pläne. Kommen die mal genau an. Okay. Haben wir die. Wahrscheinlich steht der Code auf Page deine Schuhe, aber die haben wir irgendwie nicht. Wir wissen, wo das. Da müssen wir hin. Und dort müssen wir hin. Wir haben bloß den Code nicht. Vielleicht schauen wir uns doch nochmal die Nachricht vom Page an. Schaden kannst du nicht. Und dann gucken wir mal. Benutzen wir einfach mal. Und zwar für Jade. Genau, da schauen wir uns jetzt gerade mal drin um. Mal gucken, ob es weiterhilft. Jade, du hast die Großzügigkeit und den Mut deiner Eltern geerbt. Du weißt, ich denke oft an sie. Wir waren sehr gute Freunde. Vor 20 Jahren mussten wir uns trennen, da wir alle ernsthafte Probleme mit den Behörden hatten. Deine Eltern gaben dich in meine Obhut, um dein Leben zu retten. Yep, das. Wir kamen nach Hillis. Damals war es ein friedlicher Planet. Ich hoffte, dich hier sicher aufziehen zu können. Ja, das hat ja soweit auch super funktioniert. Aber bis der Krieg holte uns ein. Jetzt musst du etwas erfahren. Wenn ich es hierher geschafft habe, dann nur wegen dem Beluga, dem Raumschiff, das ich mit deinem Vater gebaut habe. Wo? Es existiert noch. Ja. Aber ich habe es noch nicht ganz repariert. Du findest den Check-up-Bericht auf meinem Schreibtisch. Auf deinen Schreibtisch? Das Problem, was wir jetzt haben, ist, wir müssten erstmal die Codes finden. Da finden wir vielleicht der auch den Schreibtisch. Der ist bei uns zu Hause. Du musst einen Code in jede einzelne der Konsolen eingeben, um den Geheimraum zu öffnen. Ich habe eine Vermutung. Und zwar, vielleicht sollten wir einfach mal versuchen mit Beluga. Wäre eine ich Möglichkeit. Ich kann auf dieser M-Disk nicht mehr darüber sagen. Aber ich hoffe, die Information wird dir helfen, wenn du den Beluga eines Tages brauchst. Weil der erwähnt ja sehr oft das Wort Beluga. Damit wäre das doch ganz interessant, ob nicht der Beluga der Code ist. Egal was passiert. Da haben wir die Code. Ich wünsche dir viel Glück, Jade. Onkel Page. Onkel Page. Da wissen wir, haben wir gefunden. Okay, sammeln wir mal die M-Disk mal ein und gehen jetzt mal wieder zurück und versuchen mal unser Glück mit Beluga, würde ich sagen. Hangar. Okay. Gehen wir was mal hier. Das ganze Heckmeck um die Schuhe. Haben Sie eine Idee? Die Frage, wo sind die Schuhe? Mond, da kommen wir nicht weiter. Ich glaube, auf den Schuhen steht der Code. Versuchen wir mal Folgendes. B.
Wo ist es? Lu? Ja, mal sehen, vielleicht funktioniert es ja. Falscher Code. Hm. War ja eine nette Idee, hätte ja klappen können. Sollte nur nicht klappen. So wie es das gezeigt hat. Hm, wo finden wir? Ich glaube mal, der Code steht bestimmt unter den Schuhen. Die Frage ist, wo sind die Schuhe? Die Frage ist, wo? Moment, haben wir die Schuhe nicht dabei? Oh, haben wir die nicht mitgenommen? Ach, da sind doch die Jet Boots. Genau, die haben wir doch mitgenommen. So. Infos. Ah, was sieht da mein getrübtes Auge? Alter Peachduk, alter Rette. Deswegen das Thema mit den Schuhen. Da werden wir mal ganz schnell uns mal den Code notieren. Da müssen wir mal schauen. Was haben wir denn da? Einmal H5D9. Das hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so was Simples gewesen wäre. Aber Beluga war auch trotzdem eine tolle Idee. Also ich war davon der Idee begeistert. Aber die Codes passen mehr in das Muster rein. So, welchen probieren wir denn zuerst aus? Versuchen wir mal mit H5. H5, da ist die 5. D9 war das gewesen. D9. Mal gucken. Bestätigen. Korrekter Code. Ah, da haben wir einen Button. Müssen wir den drücken? Okay, da passiert noch nichts. Außer, dass hier sich ein bisschen was bewegt. Wir müssen wahrscheinlich da hoch zu der... Ah, es hat ausgereicht, in dem Terminal was einzugeben. Der Beluga. Super, gefällt mir. So, und es hieß... 20 Jahre. Paige, du hast all das 20 Jahre lang vor mir geheim gehalten. Yep. Er tat es ganz sicher nur, um sie zu beschützen. So, da haben wir einen Checkerbrief gefunden. Genau, den haben wir ja gesucht. Und den werden wir uns dann gleich zu Gemüt tun, würde ich sagen. Und zwar... ich werde es nie lernen, dass man hier mit Schiff nicht rennen kann. So, gehen wir hier lang rüber. Page Werkstatt. Okay, wir müssen jetzt hier hin. Und wir können wieder mal ein bisschen Checkup-Bericht lesen, genau. Mal gucken, was hinüber ist. Der Beluga. Grundüberholung, Checkup. Tiefenstabilisator, okay. Oktoverbrennung, okay. Muss den installieren, den ich bereits besorgt habe. Und daran denken mir den anderen von den Halunken Mamako-Version. Ach, ein Flugstabilisator haben wir rein zu euch dabei. Und wir brauchen einen Sternenantrieb. Alles klar. So, den Flugstabilisator haben wir ja schon. So, den sollten wir vielleicht auch mal einbauen. Und das bedeutet, wir brauchen noch 5 Perlen. 5 lustige Perlen. Na, wenn wir mal, ich habe noch keine Idee, wie wir an die kommen. Werden wir uns jetzt mal umschauen, wo noch Perlen sein sollen. Aktion. Steigen wir mal ein. Okay. Okay. Ich kann es nicht kontrollieren. Wenn wir damit abheben wollen, brauchen wir einen Flugstabilisator für jeden Reaktor. Legen wir den mal rein. Da haben wir einen drinnen. Keinesfalls werde ich diese Kiste wieder betreten. Nicht bevor sie wieder tiptop in Ordnung ist. Und da haben wir den anderen. So. Machen wir Platz hier. Da auch wieder ein Flugstabilisator rein. Legen wir den mal rein. Wir sind die geborenen Raumschiffmechaniker. Das sollte reichen. Das Schiff ist wieder voll funktionsfähig. Zeit für einen Testflug. Genau. Auf und rein. Und das nächste ist, wir brauchen noch einen lustigen Antrieb für den Sternflug. Jo. Sieht ja toll aus, der Beluga. Gefällt mir. Machen wir mal einen Testflug. Helis. So. Ja, eine kleine Rundflug. Da kommen wir jetzt raus. Dies öffnet sich oben.
Und wir können einen kleinen Flug machen. Ich bin ja begeistert. Aber da hinten ist noch ein großes Loch, wo Platz für einen, sag ich mal, Antrieb ist. Ah, nein! Hoverkraft um. Ah, wir können als Hoverkraft hin eindocken. So, damit können wir hier relativ schnell erstmal durch. Voller Alarm. Sie greifen die Boote an. Wir müssen sie beschützen. So. Jetzt. Okay, ich lasse ihn nicht aus den Augen. Ja, nicht gut, was du da machst. Und auf wie geht's. Okay, was, wo? Wo ist unser Freund hin? Wo bist du denn? Ah. Okay. So. Jetzt habe ich dich am Arsch, mein Freundchen. So, du verlierst so langsam deine Teile, würde ich mal meinen. Und auf wie geht's? Oh, wir reparieren mein ganz. Erster richtiger Luftkampf. Stimmt. So, kleine Seeschlange, für dich ist gleich Ende Gelände. So, und mal unten durch. Oh, da war vielleicht nicht so clever, da unten durchzufliegen. Ein bisschen vorhalten hier. Und tschüss mit dir. So, ich bin begeistert. Wir haben wieder eine Perle. Genau. Jetzt fehlen nur noch 4 Stück für unseren Sternenantrieb. So. Okay, was ist das jetzt? Irgendwo spawnt ein bisschen was. Okay, wir werfen mal einen Blick auf die Karte und schauen mal, was unser Perlendetektor sagt. Unser Perlendetektor sagt, oh, da ist noch ein Riesenberg an Perlen. Da hinten, oh, da hinten drin ist noch eine. Okay. Fliegen wir mal nach da hinten. Theoretisch meinte er, da auf die, da soll noch eine sein. So, schauen wir mal, dass wir hier reinkommen. Wenn ich das richtig gesehen habe, sollte hier wohl noch eine sein. Genau, da sind wir da richtig. Da geht es jetzt erstmal nach unten. Ja, das ist gar nicht so einfach, mit den Freunden zu landen. Na, gucken, da sammeln wir hier vielleicht noch ein bisschen was ein. Okay, mal schöne Tiefflug rüber. Was ist denn das? Ah, Boost sind das. Okay. Haben wir den eigentlich schon fotografiert? Oh, Manta Magnificus. Ah, wir haben noch ein lustiges Tier. Noch super. Einmal vielen Dank, Jade. Bitteschön und Dank für die 850. So. Oh, da fehlen noch einige, bevor wir den zusammen haben. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte Warnung. So, aber eigentlich wollte ich doch hier unten landen. Genau, da möchte ich jetzt rein. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte Warnung. Ich. Ja, kommen wir gar nicht rein. Okay. Mit so einem fliegenden Gefährt kommen wir da gar nicht rein. So, wo haben wir noch ein paar Perlen? Okay. Ganz hinten am anderen Ende. Okay, mal schauen, wie wir da hinkommen.
Das sieht aus, als wäre das das dort da. Oh. Schauen wir mal, genau hier oben müsste noch was sein. Der sagt, hier gäbe es noch Perlen. Oh, wollte ich jetzt nicht. Ein Sinkflug hier. Okay. Die Frage ist, wie können wir eigentlich unser Hovercraft hier wieder... Ah! So kann man das Hovercraft abnutzen. Ist super, aber wo ist der Weg jetzt hier hinführt oder nicht, und was der Beluga da oben macht, das erfahren wir das nächste Mal. Und zwar nicht jetzt. Denn unsere Zeit ist nämlich schon wieder rum bei Junkbox Beyond Good and Evil. War ja nochmal eine spannende Sache mit dem Hovercraft und dem Beluga, der da oben gerade sich um hier an der Wand selber zerlegt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht und ob wir die fehlenden 4 Perlen noch zusammenkriegen. Und dann geht's auf zum Mond. Da gucken wir, ob der Mann im Mond da ist. Doch erstmal geht's woanders hin, und zwar hier auf meine Endcard. Hier auf dieser Endcard, da findet ihr schicke Sachen, zum Beispiel die Links für Google Plus, sowie auch den Abonnier-Button oder den YouTube. Des Weiteren habt ihr rechts und links auch noch die Möglichkeit, Facebook und Twitter-URL zu erfragen. Einfach mal rauf auf den Button, dann seht ihr die dann dort. Des Weiteren habt ihr hier rechts an der Seite noch ein schickes Video, und zwar Spore 11. Genau, Spore 11, das ist die Let's Create Spore 11, und zwar vom Samstag. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Dort sind wir gerade in der Stammesphase angekommen und schlagen uns, naja, am Anfang gar nicht mal schlecht. Aber sie selbst, guckt einfach mal rein. Gerne lese ich auch noch eure Kommentare, wenn ihr welche da lässt. Sonst gern auch ein Like. Bis dahin bin ich MacHurago und sag Servus und Ade.